Was haben wir da? Hier, kriegst du jetzt Trinkgeld oder wie läuft das, ne? Check, check, ne? Danke. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ja, da kommen wir halt durch. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio? Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Was soll ich machen? Ach so, ich soll das hier so führen. Halte den Zauberstab mit L fest und bewege ihn entlang des Pfades. Revelio. Revelio. Da, da war etwas. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Das stimmt, so viel zu netter Kobold. Das ist ein Drecksack. Aber eigentlich hat er auch bloß seinen Job gemacht. Ja, ich muss ja erstmal überall Revelioen. Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie... Da war eine Kiste! Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. Alles klar. Aber was haben wir für eine Gabe, dass wir dieses Licht und alles so sehen? Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Revelio. Hä? Warum kann ich nicht rumlumossen? Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Ja? Revelio. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich... bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Aha. Vielleicht hilft hier ja Lumos. Da haben wir's. Ich will Lumos machen. So, hast du den Lichtzauber Lumos erworben, der automatisch deinem Zauberset hinzugefügt wurde. Lumos erzeugt ein Licht an der Spitze deines Zauberstabs, damit du in den dunklen Bereichen besser sehen kannst. Okay. R2. Halte. Lumos. Sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Achtung!
Angriff! Ach so, ich soll Angriffe abwehren. Okay. Ich habe einfach attackiert. Haha! Was kommt her, los, du Schwein? Ups, verdammt. Okay. Ich bin bereit. Achso, dann erscheint so ein Licht auf seinem Nischel. Okay. Ja, greif an, los. Ich bin Matthew Killigan. Bam! Kommen Sie! Bin noch da! Lumos! Ich mach mal mit Licht an, ne? Wo ist er? Fick! Professor! Oh! Professor Fick! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Da ist eine Kiste. Wohin soll ich nur gehen? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Da war Gold drin. Revelio. Ich mag es, wie er Revelio sagt. Meine Fresse, finde ich das schon wieder toll. Er hat das richtig raus, ne? Revelio. Gefällt mir. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Lobos. Professor, da hinten ist was. Oh. Ah, dorthin führen Sie mich. Ja, bleib mal ruhig, wir gehen erstmal zu der Kiste. Lumos. Ja, ein bisschen Gold. Gleich können wir uns ein paar Süßigkeiten kaufen. Ich bin wohl auf mich allein gestellt. Ja, das kriegen wir alles hin, Matthew, Lumos. Hier. Bleib doch mal ruhig. One. Ja. Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Ach, muss ich das hier so alles gleichzeitig machen? Hier die Statuen. Ach so. Ich muss an dem Punkt, wo sie sich kreuzen. Ich verstehe. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Ja, das kriegen wir alles hin. Vielleicht muss jede gleichzeitig zum Stehen kommen. Protego! Protego! Expelliarmus! Du Eiermaler hier, du. Halte während Protego. Was soll ich gedrückt halten? Ne? Um Gegner mit Stupor-Konter zu betäuben. Halte Dreieck während Protego gedrückt. Aha. Vor allem sagt er mir jetzt. Ach so, okay. Ja, grüß euch, ne? Weil wir probieren das gleich mal aus. Oh, Stupor. Da war es direkt. Super! Aha! Du Flachpfeife! Super! Oh, du kamst jetzt aber aus dem Nix! Du Föhn! Leute, ihr habt die Sache geklärt. Olli, grüß dich. BB, Yesman. Hab ich was verpasst, fragst du? Ja. Viel. Achso, ich sollte mal die Funzel wieder anmachen.
Komm, sag's wieder so schön. Komm, sag's. Rivelio. Mach bitte. Mein Gott. Lumos. Sag's nochmal. Rivelio. Ach. Lumos. So, okay, hier müssen wir weiter. Sitzt hier nun irgendwo eine Kiste noch? Rivelio. Lumos. Vielleicht will ich gar nicht sprinten. Rivelio. Bestimmt noch eine Kiste irgendwo. Lumos. Ich brauch Geld. Ich brauch Pinke. Ich will mir einen funky Schal kaufen. Rivelio. Ich will schließlich beim nächsten Quidditch-Spiel gut aussehen. Und diese Stimmscheiße hier schon wieder? Lumos. Na, da sag ich doch mal Hallo. Rivelio. Kiste. Lumos. Rivelio. Lumos. Kiste. Was ist denn das jetzt? Irgendein Trank? Was ist das? Das ist eine Fiole. Mit was? Was ist das? Sind wir deswegen hier? Na, das sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden. Schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Hätte ich auch drauf kommen können. Mal sehen. Und was für eine Erinnerung kriegen wir denn zu sehen? Kopf runter. Alles ist bereit. Und der Portschlüssel? Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Also kommen wir mit alter Magie klar schon mal. Das sehen Sie also. Das Leuchten. Das sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nie. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir... Das sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Sind der Schlüssel zu was? Ich weiß nicht. Aber Sir, Sie sollten nicht hier sein.
wusste ich's doch. Ach, der aus der Zeitung, der Kobold. Renrock. Mein Hof scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gebt mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Was für eine Vergangenheit? Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt und Sie hatten keinen. Nett. Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun, wo waren wir? Ich gebe Ihnen gar nichts. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Es war so eine schöne Ablenkung. Oh oh. Zieh den Mischel ein! So, wir erkennen quasi die Spuren alter Magie. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Meine Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Deshalb dürfen wir beim fünften Jahr einsteigen. Die Einführungsfeier wartet auf uns. Ja. Gott, wir sind in Hogwarts. Ist das der verbotene Wald? Doktor, grüß dich! Gott, das ist der Zug. Der Zug. Der Hogwarts Express. Süppchen, hallo! Ja, wie gefällt mir das Game optisch? Ja, ich spiele ja gerade erst eine Stunde. Bis jetzt gut. Aber wir waren noch nicht mal im Schloss, also. Oh Gott. Aber es war ein schöner Story-Einstieg irgendwie. Ne, lang gefackelt. Gleich geklärt, warum sind wir jetzt dort? Wir sehen alte Magie, 5 Jahre, 5. Schuljahr. Irgendjemand wollte uns hierher locken mit unseren Fähigkeiten. Na huch. Werner, grüß dich. Ja, mir geht's gut. Ich bin nur übelst im Arsch eigentlich von Arbeit, gebe ich ehrlich zu. Aber ich will unbedingt Hogwarts spielen. Oh Gott. Die Zeremonie. Oh gut. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Ich bin kein Experte. Doch das scheint angemessener. Nun... Ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Okay. Danke. Bereit für die Einführungsfeier? Ich mag Professor Fig.
Das ist der Schulleiter? Phineas Nigellus Black. Black? Gleich treffen Sie den Schulleiter. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Die Einführungsfeier ist vorbei. Oh. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus zugeteilt. Das wäre nett. Ich melde mich. Fick, hau rein, ne? Alles cool. Dein Geheimnis bei mir sicher. Gott, wir sind im Speiseraum. Professor Weasley, noch jemand für die Auswahl. Er hat den Brief geschrieben, die stellvertretende Schulleiterin. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Hä? Oh Gott. Bleib ruhig. Jeder ist aufgeregt in diesem Moment. Was passiert jetzt? Ah, ja. Du bist etwas älter als die anderen, nicht wahr? Du hast bereits gewisse Vorlieben und Vorstellungen, bestimmte Erwartungen. Okay, Leute. Christian will ein Slytherin werden. Wir müssen denken wie ein Slytherin. Du hast bereits gewisse Vorlieben, bestimmte Erwartungen. Ich will unbedingt erkunden. Ich freue mich darauf, Hogwarts und die Welt außerhalb des Schlossgeländes zu erkunden. In der Tat. Abenteuerlust führt zu allerlei Entdeckungen und neuem Wissen. Aber von deinen Professoren wirst du auch einiges lernen können. Interessant. Ich spüre etwas in dir. Sprich weiter. Sprich weiter. Einen gewissen Sinn für... Humor? Was ist es nur? Kühnheit, Neugier, Loyalität, Ehrgeiz. Bin ein Slytherin. Loyal bin ich schon mal gar nicht. Außer einem, dessen Namen ich hier nicht nennen möchte. Der aber hier jetzt nichts mit zu tun hat. Kühnheit? Ehrgeiz? Ehrgeiz. Ist es Ehrgeiz? Es mag engstirnig wirken, aber es ist wichtig, im Leben ein Ziel zu verfolgen. Ja. Interessant. Du hast vor kurzem erfahren, dass du eine seltene Fähigkeit besitzt. Ich spüre wachsenden Ehrgeiz. Ein Streben nach Macht. Vielleicht gehörst du nach Slytherin. Genau da gehöre ich hin. Bekannt für Gerissenheit, Ehrgeiz und Streben nach Macht. Was ist daran verwerflich? Und Harry hat es seinem Sohn auch gesagt. Zwei der besten Zauberer, die er kennt, sind aus dem Hause Slytherin. Haus annehmen. Christian wird ein Slytherin. Danke, Doktor. Danke. Haus annehmen! Du gehörst nach Slytherin! Danke, Leute. Danke. Das war das, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ach, guck mal, wir sind grün! Ja! Ja! Ja. Danke! Danke! Oh, und eine Sache noch. Erzähl, Black. Aufgrund der unglücklichen Verletzung im letzten Finale wurde die Quidditch-Saison für dieses Jahr abgesagt. Ruhe, Fliegen allgemein ist ja nicht verboten. Aber bringen Sie mich nicht dazu. Sie sollen sich auf Ihre akademische Zukunft konzentrieren und haben vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun.
Ich sagte, dass Sie vor Unterrichtsbeginn morgen gewiss genug zu tun haben. Sympathisch. Ja, wir gehen ja schon. Was für ein Auftritt. Schön, Sie kennenzulernen. Danke. Ich. Professor Weasley, bringen Sie unseren Neuzugang bitte zum richtigen Gemeinschaftsraum. Aber natürlich, Sir. Wie ich sagen wollte, ich bin Professor Weasley. Sehr erfreut. Hallo. Ganz meinerseits, Professor. Als stellvertretende Schulleiterin gebührt mir die Ehre, Sie zum Gemeinschaftsraum zu führen. Hier entlang. Danke. Nicht bummeln. Schüler steigen normalerweise nicht als Fünftklässler ein. Dürfte nicht einfach werden. Aber Sie sind sicher bereit dafür. Ich kann recht einfallsreich sein. Das dachte ich mir. Das ist der Eingang zum Slytherin-Gemeinschaftsraum. Um einzutreten, müssen Sie nur das richtige Passwort sagen. Aspiration. Nun denn. Aspiration. Ist euch bewusst, dass ich das jetzt jeden Tag sage, bevor ich die Haustür betrete? Wenn ich von Arbeit nach Hause komme, stehe ich vor meiner Haustür und sage Aspiration. Sehr gut. Nun, gehen Sie rein und schlafen Sie gut. Morgen ist ein großer Tag für Sie. Ich hole Sie morgen vor der ersten Unterrichtsstunde hier ab. Danke. Danke, Professor Weasley. Gern geschehen. Genießen Sie Ihre erste Nacht auf Hogwarts. Gute Nacht. Ich fühle mich angekommen. Das ist der Schlafsaal. Ich sollte zum Gemeinschaftsraum. Willkommen in Hogwarts. Leute, das ist der Schlafsaal in Slytherin. Rivé. Was? Ist das schön? Ist das schön? Da ist also der Gemeinschaftsraum. Oh Gott, kann ich hier auch mal reingehen? Was ist denn hier? Reveli. Ist doch bestimmt nur irgendwo eine. Aha! Da können wir noch nicht. Schloss auf Stufe 1. Reveli. Okay, okay, okay. Was haben wir hier noch so? Wir kommen quasi in Hogwarts an und nach unserer ersten Nacht wollen wir erstmal unsere Mitschüler beklauen? Naja, klar. Ich bin ja ein Slytherin. Ich bin ehrgeizig. Ich habe ein Streben nach Macht. Aspiration. Okay, das ist ja nur für den Haupteingang. Revelio. Hier ist ein Spiegel. Sieht mich sogar im Spiegel. Naja. Anderes Thema. Wir gehen mal weiter. Rivelio. Oh, warte mal, hier ist ein bisschen Obst. Na, nom nom, ist ja richtig. Du bist gerade aufgestanden. Da muss erstmal ein bisschen was rinnen, Mischer. Okay. Finde den Gemeinschaftsraum. Ist das eine Statue von Salazar Slytherin? Revelio. Gott. Na? Heiße Story?
Psst, hör's mal. Schüler beklauen und rumfressen. Das ist meine Hauptbeschäftigung in Hogwarts gerade. Ich werde hier die ganze Zeit nur rumrennen und Reveillon machen. Okay, Gemeinschaftsraum. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Ja, wir stellen uns vor. Und wir müssen gleich klären, wer jetzt hier der Chef im Ring ist. Alter, fressen. Seltsam, so spät mit der Schule anzufangen. Was machen Leute? Lass ihn durch. Stell dich Imelda, Ominous und Sebastian vor. Das ist also Sebastian. Sebastian Solo. Kann ich dir helfen? Ah, du bist neu in der fünften. Ich bin Sebastian Solo. Willkommen bei Slytherin. Vielen Dank. Nicht jeder wird vom Ministerium zur Schule gebracht. Das war ein Freund von Professor Fig, der zufällig dabei war. Trotzdem, beeindruckend. Wirklich übel, der Arme. Schön, dass es dir und Fig gut geht. Es war schrecklich. Professor Fig und ich haben nur mit Glück überlebt. Scheint so. Und wie seid ihr entkommen? Wenn ich ehrlich bin, geschah alles viel zu schnell. Ich wollte nicht aufdringlich sein. Erhol dich erstmal. Wir können später reden. Welches Buch liest du da? Ein Zauberbuch. Da stehen zwar interessante Dinge drin, aber nicht das, wonach ich eigentlich suche. Bestimmt findest du es bald selbst heraus. Aber in unseren Büchern stehen nicht alle Zauber, die man benötigt. Ist das so? Meinst du, manche Zaubersprüche werden nicht in Hogwarts gelehrt? Welche? Ah, da habe ich wohl eine verwandte Seele getroffen. Aber darüber reden wir ein andermal. War schön, dich zu sehen. Viel Glück heute. Komischer Typ. Aber ich wollte ja zu Slytherin. Malfoy? Nein, doch nicht. Ich dachte, ich verwechseln von hinten. Es tut mir leid. So. Mein Gott, sieht das schön aus. Boah, kann ich hier mal hoch? Gott. Okay, also die wollen schon, dass wir das machen, was wir jetzt halt einfach machen sollen. Gut, wir gehen uns mal weiter vorstellen. Aber es sieht so toll aus hier. Was, tu das nicht? Na? Würde Imelda? Ich an deiner Stelle nicht tun. Da ziehst du doch nicht hin, oder? Hier, aufgepasst. Ich hab dich gewarnt. Schachmatt. War klar. Hätte auf mich hören sollen. Oh, ich weiß, wer du bist. Du bist der neue Slytherin, der gestern mit Professor Fig reingestürmt ist. Interessante Taktik für den ersten Tag, die ganze Aufmerksamkeit von den Erstklässlern abzulenken. Ich bin übrigens Imelda. Schade, dass ich nicht bei Fig und dir war. Ich hätte den Drachen weglocken können. Auf dem Besen bin ich legendär. Haut ganz schön auf die Kacke, ne? Die hauen hier alle ganz schön auf die Kacke. Was war da los? Erzähl mal. Komm, wir sind neu. Wir suchen noch Freunde. Anklang. Doktor sagt schon, ist es eventuell die neue Hermine? Ich weiß es nicht. Wir sind mal nett zu ihr. Aber auch nicht immer. Das sage ich gleich. Vielleicht hätte Professor Figgs Freund mit deiner Hilfe überlebt. Ganz genau. Vielleicht zeige ich dir mal das eine oder andere übers Fliegen. Von mir kannst du mehr lernen als von Kogawa. Apropos, ich würde vor dem Unterricht gern noch etwas mit meinem Besen fliegen. Scheinst viel über Zauberschach zu wissen? Bist du ein Fan von Zauberschach? Du wusstest, dass der Junge verlieren würde. Nicht wirklich. Das ist mir viel zu gemächlich. Außerdem ist es einfach nicht so anspruchsvoll. Die Züge sind immer so offensichtlich. Warum sieht das sonst niemand?
komm, Nase, wir gehen. Mein Gott. Hast du während der Schule viel Zeit zum Fliegen? Ich nehme sie mir. Es gibt nichts Besseres, als durch die Türme des Schlosses und über das Quidditch-Feld zu fliegen, um den Kopf frei zu bekommen. Mhm. Wiedersehen, Imelda. Hat mich gefreut. Warum guckt sie immer so, als hätte sie ein bisschen Amphetamine genommen? Wer am Globus? Reveli. Okay. Ich will Harfe spielen. Geht nicht. Aber was steht denn da so drin? Feuerwhisky regelt. So, okay. Wir gehen nochmal zu Ominous. Ich glaube, ich habe was gehört. Nixen interessieren sich wohl kaum für uns. Ah, dem Gemurmel nach, als du in den Gemeinschaftsraum kamst, bist du wohl der neue Fünftklässler. Ich bin Ominous. Ominous Gaunt. Hat mich gefreut, Ominous. Deine Ankunft war gewiss denkwürdig. Ist er blind? Lege gern guten Auftritt hin. Denkwürdig, eher beängstigend. Nee, komm. Ehre, wem Ehre gebührt. Haus raus. Tja. Ich wollte gleich damit anfangen, mir einen Namen zu machen. Ja, das habe ich gleich gesagt. Du bist ganz klar im richtigen Haus. Hm. Lass mich wissen, ob ich dir in deinen ersten Tagen hier helfen kann. Doch es wird wohl kaum nötig sein. Dachtest du, dass du nach Slytherin kommst? Auch öfter Nixon vor dem Gemeinschaftsraum auf... Ne? Hast du erwartet, dass du nach Slytherin kommst? Auf jeden Fall. Meine Familie väterlicherseits stammt direkt von Salazar Slytherin ab. Ach komm. Einem der vier Gründer von Hogwarts. Darauf bin ich wohlgemerkt nicht sonderlich stolz. Er war besessen von seinem Blutstatus. Ein Reinblutfanatiker. Leider sind die meisten seiner Nachkommen von einem ähnlichen Schlag. Du nicht? Du nicht? Du hast nichts gegen Schlammblüter? Meinte dieser Schüler eben, dass er eine Nixe gehört hat? Ja, aber ich habe noch nie von einer Nixe vor dem Gemeinschaftsraumfenster gehört. Es macht aber Spaß mitzuspielen. Einige Erstklässler halten bekanntlich stundenlang Ausschau. Okay. Danke, Ominous. Hat mich sehr gefreut. Das Vergnügen war ganz meinerseits. Bis dann. Ominous war mir von den drei Charakteren eigentlich wirklich der sympathischste jetzt gerade gewesen. Was, jetzt habe ich gerade nicht zugehört. Triff dich mit Professor Weasley vor dem Gemeinschaftsraum. Okay.